Was ist los im Iran und was geht uns das an? Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Lipmod-Interview. Ich hoffe, es stört nicht, wenn ich ab und zu huste. Mich hat jetzt doch noch Omikron erwischt. Wir führen dieses Gespräch deshalb über Zoom. Ich vermute, viele von uns sind tief berührt von den Nachrichten, die uns aus dem Iran erreichen. Auslöser der Protestbewegung war ein vielstimmiger Aufschrei über den gewaltsamen Tod einer jungen Frau, die festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäß getragen haben soll. Manche sprechen von der ersten feministischen Revolution. Wenn ich es richtig sehe, ist der Iran neben der Ukraine heute ein zentraler Schauplatz der weltweiten Auseinandersetzung zwischen dem Streben nach Freiheit und autoritärer Macht. Allerdings ist das Wissen über den Iran in Deutschland noch viel dürftiger als das Wissen über die Ukraine. Ich freue mich deshalb sehr, heute mit einer ausgewiesenen Iran-Kennerin zu sprechen, um etwas mehr Tiefenschärfe in unser Bild vom Iran und den aktuellen Ereignissen zu bringen. Azadeh Samirighat ist Iran-Expertin und stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Schön, dass Sie zugesagt haben, Frau Samirighat. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Die Bilder aus dem Iran vermitteln den Eindruck eines weitgehend gewaltfreien Aufstands gegen das Regime, der vor allem von Frauen und der jüngeren Generation getragen wird. Wie umfassend sind diese Proteste tatsächlich? Und wer, also welche Teile der Bevölkerung, nimmt an ihnen teil? Also wie umfassend sie tatsächlich sind, lässt sich natürlich immer etwas schwer von außen beurteilen, insbesondere dieser Tage, wo ja der Internetzugang nochmal deutlich beschränkt ist. Das heißt, es deutlich schwieriger wird, tatsächlich Videomaterial zu bekommen, das in Echtzeit nach außen gelangt. Aber was wir sehen, sind mindestens Tausende von Menschen, die auf den Straßen sind, und zwar landesweit in eigentlich allen Teilen dieses Landes. Darunter sehr, sehr viele Frauen, sehr viele junge Menschen, also teilweise noch Teenager, von denen einige ja auch schon auf tragische Weise ums Leben gekommen sind. Wir erleben auch neben den Tausenden, die auf der Straße sind, sehr, sehr viel Solidarität von anderen Teilen der Gesellschaft, von denen vielleicht nicht alle unbedingt auf der Straße stehen, die aber in den sozialen Medien aktiv sind, die teilweise von den Dächern und aus den Häusern Slogans und Parolen rufen, Parolen der Unterstützung. Also was wir sehen auf der Straße, selbst wenn es nur Tausende wären, ist keine Minderheit, sondern es repräsentiert schon einen großen Teil dieser iranischen Gesellschaft. Also die Proteste gehen aus Ihrer Sicht über die moderne akademische Mittelschicht im Iran hinaus? Es hat zumindest den Anschein, dass sie weit darüber hinausgehen. Also wir haben ja gerade in den letzten 5, 6, 7 Jahren häufig Proteste erlebt, wo vor allen Dingen Teile auch der unteren Einkommensschichten auf der Straße waren und weniger die Mittelschicht, im Gegensatz zum Beispiel zu den Massenprotesten von 2009, wo es vor allen Dingen die Mittelschicht war. Was wir hier gesehen haben, gerade in den ersten Tagen, war doch ein Gemisch, also aus Menschen unterschiedlicher Schichten, Menschen unterschiedlicher ethnischer Hintergründe, unterschiedlicher demografischer Hintergründe. Das heißt, Sie sehen zum Teil Teenager, aber auch Senioren auf den Straßen stehen. Das scheint hier doch ein größerer Querschnitt der Gesellschaft zu sein als bei vielen vorherigen Protesten. Was sind die zentralen Anliegen und Forderungen? Geht es vor allem um konkrete Anliegen wie die Abschaffung des Kopftuchzwangs? Oder sind die Proteste inzwischen längst über dieses Stadium hinaus, wo es jetzt um einen Sturz des Regimes geht? Ja, mir fiel auf in den Videos, die ich mit englischen oder deutschen Untertiteln gesehen habe, dass immer wieder der Ruf nach Freiheit laut wird. Und das liefe doch auf einen Umsturz hinaus. Also zunächst einmal muss man festhalten, dass diese Proteste ja in keiner Weise zentral organisiert oder gelenkt sind. Es gibt hier keine Führungskraft, es gibt hier keine organisierte Struktur, Bewegung, Partei, die diese Proteste anführen würde. Entsprechend gibt es auch kein Programm oder keinen konkreten Forderungskatalog.
Was wir allerdings in früheren Protesten oft gesehen haben, waren ganz konkrete Forderungen, beispielsweise was die Wirtschaftsmisere anbelangt, wo also sehr drastische Kritik geübt wurde an dem Missmanagement, an der Korruption, an dem Nepotismus. Was wir hier allerdings sehen, geht eigentlich weit über solche Einzelforderungen hinaus. Wir haben hier eigentlich von Anfang an auf der Straße Parolen gehört, wie nieder mit der Diktatur. Also wir sehen hier gar nicht so sehr einzelne konkrete Forderungen, sondern sehr weitreichende Bedürfnisse, wenn man so will, nach fundamentaler Änderung, nach fundamentalem Wandel. Und ich glaube, für einen Großteil der Demonstranten, die jetzt auf der Straße sind, geht es eigentlich wirklich in erster Linie darum, dieses System als solches zu Fall zu bringen und nicht etwa kleinere Etappensiege vielleicht nur zu vollziehen. Halten Sie denn das Regime für reformierbar? Bisher sind ja alle Anläufe für eine Liberalisierung der Islamischen Republik gescheitert. Und nach Ihren eigenen Worten in einem Interview mit der Taz haben die Reformer innerhalb des Systems als liberale Kraft ausgedient. Ich denke, die Reformer haben tatsächlich ausgedient, zumindest unter den derzeitigen Bedingungen, weil sie über Jahrzehnte hinweg im Grunde genommen keine gesellschaftspolitischen Erfolge vorzuweisen hatten. Also weder gesellschaftspolitische noch wirtschaftspolitische. Es gab ja durchaus sehr große Hoffnungen in eine inneriranische Reformkraft in den 90er Jahren mit dem Reformpräsidenten Khatami. Es gab immer noch Hoffnungen, was die Reformbewegung anbelangte, 2009 bei den größten Massenprotesten, die wir bisher in der Geschichte der Islamischen Republik erlebt haben. Es gab sogar noch Hoffnung unter dem Präsidenten Hassan Rouhani, der selbst zwar kein Reformer ist, aber eine Allianz mit den Reformern eingegangen ist während seiner Amtszeit. Und doch hat man wiederholt erlebt, dass es im Grunde genommen keine Besserung gab, weder für die Verbesserung der rechtlichen Situation der Frauen, noch für ethnische Minderheiten im Land, noch was die Gleichstellung überhaupt der Bürger in diesem System anbelangt. Keine wirtschaftlichen Verbesserungen, keine gesellschaftliche Liberalisierung, also all diese Hoffnungen wurden zerschlagen und letztlich sind die Reformen auch eine Antwort auf die Frage schuldig geblieben, wie sie denn eigentlich Reformen innerhalb der bestehenden Ordnung wirklich durchsetzen wollen. Insofern glaube ich, dass die Reformer, so wie wir sie bislang jedenfalls kannten, keinen Kanal, keinen wirklichen zukunftsorientierten Kanal für fundamentalen Wandel mehr darstellen, für einen Großteil der Bevölkerungsschichten und der Bevölkerungsanteile, die früher zumindest Anhänger dieser Reformbewegung waren. Wenn das so ist, dass sagen, eine Erneuerung von innen höchst unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen ist, dann stellt sich ja umso dramatischer die Frage einer Machtalternative. Also wie könnte denn ein Szenario des Machtwechsels aussehen? Wer kann auf nationaler Ebene überhaupt eine Alternative zum jetzigen Regime bilden? Sie haben ja beschrieben, dass die Proteste nicht zentral organisiert sind. Sie sind im Wesentlichen lokaler, spontaner Natur, selbst organisiert. Also zeichnet sich irgendwo ein Bündnis, eine politische Konstellation ab, das ernsthaft in der Lage wäre, die Machtfrage zu stellen? Ich glaube, unter den derzeitigen Bedingungen gibt es diese politische Kraft nicht. Wenn wir mit einer solchen politischen Kraft eine meinen, die wirklich organisiert ist, die strukturiert ist. Und diese Art der strukturierten Organisation ist ja vom Staat bewusst unterbunden worden in den letzten Jahrzehnten. Es gibt keine organisierte gewerkschaftliche Struktur. Es gibt keine organisierte wirkliche Parteienstruktur, die einflussreich sein könnte. Es gibt keine organisierte, umfassende, zentralisierte, zivilgesellschaftliche Struktur, die hier sozusagen in Führung oder Vorleistung gehen könnte. Aber ich glaube, das ist auch für viele der Demonstranten gar nicht erheblich, sondern für viele heißt es erst einmal, dieses System zu Fall bringen und dann auf vielleicht auch vitale Kräfte in der iranischen Zivilgesellschaft zu setzen, aus denen neue Ideen, neue Ansätze und neue Strömungen sich entwickeln können. Ich glaube, das ist die Hoffnung zumindest für Teile dieser Protestbewegung. Es gibt aber auch ganz andere Ansätze in Iran. Es gibt ja durchaus Kräfte, die glauben, dass das allein nicht reicht, dass es eben nicht reicht, disparate Widerstandsstrukturen zu haben, Aufstände zu haben, sondern das, was irgendwie kanalisiert und gebündelt werden sollte in eine neue reformorientierte Kraft oder eine neue, größere, breiter angelegte soziale Bewegung mit klaren Forderungen, mit klaren sozusagen Prinzipien, die zu verfolgen wären. Also hier gibt es durchaus eine gewisse Unentschlossenheit beziehungsweise unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Wandel tatsächlich vollzogen werden kann.
Ich glaube, das Potenzial darin besteht, in solchen Aufständen, in solchen Protestbewegungen zu etwas Größerem zu werden, mit entsprechender Begleitung, mit Kraft aus der iranischen Zivilgesellschaft heraus, die sehr kreativ ist, die sehr vital ist, die unheimlich viele Ideen und Initiativen mit sich bringt, die auch Inspiration greift von anderen sozialen Bewegungen, sei es im Nahen Mittleren Osten, sei es in Lateinamerika und weltweit. Also ich sehe durchaus das Potenzial, dass etwas Größeres entstehen kann, aber es braucht eben häufig sehr viel Zeit. Also ist es dem Regime aus Ihrer Sicht nicht gelungen, trotz dieser jahrzehntelangen Monopolisierung der Macht und der zunehmenden Gleichschaltung der Medien und der Justiz, die Gegenkräfte in der iranischen Zivilgesellschaft komplett auszuschalten? Wir sehen ja, dass gerade in den letzten 5, 6 Jahren eine Protestwelle eigentlich auf die andere folgt. Das sind ja nicht die ersten Proteste in der Geschichte der Islamischen Republik. Es sind ja nicht mal die ersten Proteste in den letzten 5 Jahren oder die ersten Proteste in den letzten 2 Jahren. Wir erleben in immer größeren, regelmäßigen Abständen Proteste größerer Art mit dem Potenzial, landesweit sich auszubreiten. Und das spricht eben doch für einen sehr, sehr weit verbreiteten Unmut, der sich eben nicht mehr mit reiner Repression sofort unter den Teppich kehren lässt und wo andere Kanäle der Artikulation, andere Kanäle der Partizipation, andere Kanäle sozusagen des gesellschaftlichen Wandels schlicht eingefordert werden und nötig sind, sodass ich glaube, dass selbst wenn diese Proteste niedergeschlagen werden sollten, wie alle vorherigen auch, diese Art der Protestwellen nicht nachgeben wird. Es wird weitere Proteste geben, früher oder später, solange das System keinerlei Antworten hat auf diese sehr drängenden gesellschaftspolitischen Fragen. Können Sie abschätzen, auf welche gesellschaftlichen und staatlichen Kräfte sich das Regime noch stützen kann? Also was ist seine Machtbasis und wie viel Rückhalt hat es noch in der Bevölkerung? Also das System hat vor allen Dingen eine sehr starke Machtbasis in den Sicherheitskräften, hier vor allen Dingen in den paramilitärischen Streitkräften, den sogenannten Revolutionsgarden, die sehr eng verzahnt sind mit diesem System, die eigentlich sozusagen das Rückenmark dieses Systems darstellen, das Rückgrat, wenn man so will. Es gibt daneben ja auch Teile innerhalb dieser Revolutionsgarden, Millionenhöhe an zivilen, freiwilligen Milizen, von denen nicht alle unbedingt ideologisch dem System nahestehen. Einige sind einfach aus opportunistischen Gründen vielleicht auch Teil dieser Miliz, aber von denen eben sehr viele doch eine sehr starke ideologische Nähe zu diesem System haben, ein sehr starkes Interesse daran, dieses System aufrechtzuerhalten. Darunter im Übrigen auch Teile der neueren Generation, also nicht alle jungen Iranerinnen und Iraner sind sozusagen progressiv feministisch eingestellt und wollen einen grundlegenden Wandel sehen. Es gibt auch Teile der dritten Generation radikaler Kräfte, die eher eine Umkehrung der derzeitigen Verhältnisse wollen, denen das System eigentlich noch gar nicht radikal genug ist und gar nicht weit genug geht. Und sie haben natürlich einen großen Staatsapparat, von dem eine ganze Menge von Personen abhängig sind. Sie haben viele Klientelstrukturen, in denen viele Leute abhängig sind von der bestehenden Ordnung. Also es gibt natürlich so gesehen auch eine Basis für dieses System. Und der Staat braucht auch sicherlich keine Mehrheit, um durch eine solche Basis sich aufrechtzuerhalten. Wie könnte sich aus diesem Schwebezustand, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung nicht nur unzufrieden ist mit den herrschenden Verhältnissen, sondern mit diesem Regime eigentlich gebrochen hat und der Tatsache, dass die Machthaber doch noch alle Hebel der politischen Macht kontrollieren. Ja, sagen Sie selbst, die Armee, die Revolutionsgarden, den riesigen Spitzelapparat, die Loyalitäten, die sie geschaffen haben, über die Staatsunternehmen und öffentliche Verwaltung. Also wie könnte sich daraus ein Wandel ergeben, der nicht bedeutet ein gewaltsamer Aufstand? Also es sind ja grundsätzlich unterschiedliche Szenarien denkbar, was die weitere Entwicklung anbelangt. Es gibt natürlich das Szenario, in dem der Staat relativ erfolgreich diese Proteste wieder gewaltsam niederschlägt. Aber selbst in einem solchen Szenario, glaube ich, können wir nicht zum Status quo ante zurück. Ich glaube, dass wir hier eine Grenzverschiebung gerade beobachten, die bleibend wird und die permanent ist. Was ich damit meine, ist, dass es für mich sehr schwer vorstellbar ist, dass selbst nach einer Niederschlagung der derzeitigen Proteste beispielsweise,
die Moralpolizei, die Sittenpolizei auf gleiche Weise den Kopftuchzwang wird aufrechterhalten können wie vorher. Wir werden viele Frauen erleben, noch mehr als vorher, die einfach ohne Kopftuch auf die Straße gehen, ohne Kopftuch am Arbeitsplatz erscheinen, vielleicht auch ohne Kopftuch Behörden betreten. Es wird diese Gegenwehr weiterhin geben und der Staat wird es sehr, sehr schwer haben, seine Entscheidung so zu kalibrieren, dass sie nicht erneut zu Massenprotesten führen. Also ich glaube, diese Grenzverschiebung, die sehen wir bereits. Und man könnte sie gewissermaßen schon als eine Form von Etappensieg sehen, der wesentlich ist für gesellschaftliche langfristige Veränderungen. Es gibt aber auch andere Szenarien, die denkbar sind. Man stelle sich vor, der Revolutionsführer Ali Khamenei verstirbt in diesen Tagen. Oder das Gerücht, dass er verstorben ist, macht noch stärker die Runde, als es ohnehin schon die Runde gemacht hat in den letzten Wochen. Dadurch könnte eine ganz, ganz andere Dynamik in diese Bewegung kommen, in die derzeitige Situation kommen. Sie wäre hochgradig volatil und da könnten wir schon sehr schnell ganz andere Zustände erleben, womöglich auch ganz andere fundamentale Änderungen. Es gibt aber auch das Szenario, und ich glaube, darauf setzen auch einige Teile, zumindest derjenigen in Iran, in der iranischen Zivilgesellschaft, die auf schrittweise Änderungen hoffen, dass es über Etappensiege gelingt, Stück für Stück den Staat aus bestimmten Bereichen der Privatsphäre und aus bestimmten Bereichen des eigenen Lebens zurückzudrängen, eine soziale, breite Bewegung zu schaffen, die sich neue politische Kanäle schafft und so Stück für Stück quasi sich vorzuarbeiten in der gesellschaftspolitischen Sphäre, eine größere Breite zu erreichen und vielleicht auch irgendwann erfolgreich darin zu sein, Teile des Sicherheitsapparates auf die eigene Seite zu bringen. Das ist ja ein Ansatz, den wir derzeit sehen, teilweise aus der Gesellschaft, teilweise aus der politischen Sphäre. Die Aufforderung zum Beispiel an die reguläre Armee, sich an die Seite der Protestierenden, sich an die Seite der Demonstranten zu stellen, als ein Teil dieses Staates, der Zugang hat zu den Gewaltmitteln. Also hier gibt es ganz unterschiedliche Szenarien, Ansätze und Möglichkeiten für Veränderungen in diesem Staat. Das ist ja charakteristisch für autoritäre und in der Tendenz totalitäre Regimes, dass tatsächlich Szenarien der Veränderung sehr schwer vorauszusagen sind. Ja, ich kenne aus der Debatte um Russland den Spruch, autoritäre Regimes sind so lange stabil, bis sie plötzlich instabil werden. Also es gibt manchmal Umschlagpunkte, die gar nicht voraussehbar sind. Was könnte und müsste denn der Westen, die Europäische Union, die Bundesregierung tun, um diesen Wandel im Iran zu unterstützen? Außenministerin Baerbock hat ja sich solidarisch mit der Protestbewegung, vor allem der Frauen, sagend erklärt und mit harschen Worten die Gewalt des Regimes kritisiert. Jetzt hört man Leuten, dass die Europäische Union ein neues Sanktionspaket vorbereitet. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt angesagt? Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig. Ich denke, kurzfristig ist es natürlich richtig und wichtig, die Sanktionsmechanismen, die zur Verfügung stehen, auch auszuschöpfen. Die Europäische Union hat ja mittlerweile ein globales Sanktionsregime etabliert im Bereich der Menschenrechtsverletzungen, das eben auch schnellere Reaktion ermöglicht, dass es auch ermöglicht, zielgerichtet gegen Individuen, aber auch Organisationen, unterschiedliche Entitäten im Ausland vorzugehen. Und das ist auch ein Kanal, den man durchaus hier nutzen muss und wo ich auch erwarte, dass nun bei dem Außenministertreffen am Mitte Oktober auch ein entsprechendes Sanktionspaket als erster Schritt tatsächlich verabschiedet wird. Ich glaube, darüber hinaus muss natürlich der Fokus auch liegen auf den Gefangenen. Es gibt ja etliche Verhaftungen nun im Zusammenhang mit den Protesten von Journalistinnen und Journalisten, Aktivistinnen, von Künstlerinnen und Künstlern, denen ja nun auch Gewalt und Folter droht, eventuell sogar Hinrichtung droht. Also auch hier muss ja die Freilassung von Gefangenen, das sind ja letztlich politische Gefangene, im Vordergrund stehen. Darüber hinaus können wir aber auch technische Unterstützung leisten. Und wir sehen das ja teilweise auch schon aus den USA und aus anderen Ländern kommen. Technische Unterstützung für die Demonstranten, was die Umgehung der Internetzensur anbelangt. Also hier können wir technische Möglichkeiten unterbreiten. Ich denke, in Deutschland, in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, gibt es auch hier Möglichkeiten, Unterstützung ganz aktiver Art für Demonstranten zu leisten. Und letztlich mittel- bis langfristig glaube ich, dass wir mehr tun können in Form der indirekten Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft, gerade auch für die Frauenrechtsbewegung. Damit meine ich also nicht direkte Finanztransfers zu irgendwelchen Frauenorganisationen in Iran, die diese Organisationen ja im schlimmsten Fall noch
zusätzlich gefährden, sondern die Unterstützung beispielsweise von Konferenzen, Meetings, Zusammenkünften in der MENA-Region zwischen also zivilgesellschaftlichen Organisationen, Frauenrechtsorganisationen aus Iran mit anderen Frauenrechtsbewegungen, Organisationen aus der Region. Das ist ja ein Wunsch aus diesen Ländern, dass es eine größere Vernetzung gibt, dass man rauskommt aus dieser nationalen Isolation, dass es Möglichkeiten gibt, Kampagnen zu koordinieren, Strategien, Erfahrungen auszutauschen und was uns auch von europäischer Seite die Möglichkeit gibt, wenn wir das finanziell und logistisch unterstützen, mit in diesen Runden dabei zu sein und zu hören von diesen Frauen, von Aktivistinnen, was eigentlich benötigt wird, wie wir viel direkter unterstützen können. Ich glaube, das ist ein mittelfristiges und langfristiges Mittel der zivilgesellschaftlichen Stärkung. Letzte Frage. Sie haben, wenn ich das richtig erinnere, vor ein paar Jahren zusammen mit einer Kollegin oder einem Kollegen ein Policy Paper veröffentlicht, in dem Sie die EU aufgefordert haben, das Nuklearabkommen mit dem Iran zu retten. Das war die Phase, in der Trump sich davon distanziert hat. Aber würden Sie das heute immer noch so sehen oder haben sich die westlichen Demokratien doch zu sehr auf dieses Abkommen mit dem Regime konzentriert und haben die Menschenrechtsverletzungen im Iran und auch die aggressive Regionalpolitik des Regimes in Syrien, im Irak, im Gazastreifen oder im Libanon zu stark ausgeblendet? Also ich bin nach wie vor für eine Aufrechterhaltung der Atomvereinbarung. Ich halte sie für absolut wichtig, weil es letztlich darum geht, zu verhindern, dass dieser Staat Nuklearwaffen erwerben kann. Und das ist ein ganz, ganz wesentliches Ziel, dass, wenn es verfehlt werden würde, unseren außenpolitischen Handlungsspielraum gegenüber Iran drastisch reduzieren würde. Aber muss man dem Regime dafür Zugeständnisse machen? Also Moment, wenn wir über Atomvereinbarungen sprechen und über Verhandlungen sprechen, dann sind Verhandlungen immer ein Geben und Nehmen. Die Frage, die sich stellt, ist, ob wir Menschenrechtsverletzungen und Menschenrechtssanktionen quasi gegenüberstellen, gegenüber Zugeständnissen in den Atomverhandlungen. Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Nur zum Vergleich, wir haben seit 2015 eine Atomvereinbarung, die heute derzeit ja kaum noch von einem Staat umgesetzt wird, inklusive Irans, besteht ja faktisch eigentlich nur noch auf dem Papier. Aber in dieser Zeit waren ja die EU-Sanktionen, was die Menschenrechtsverletzungen anbelangt, immer in Kraft. An den Menschenrechtssanktionen wird sich auch durch eine Atomvereinbarung nichts ändern. Menschenrechtssanktionen, Sanktionen, die im direkten Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in Iran verhängt worden sind, sind wichtig, sie sind nötig. Ebenso wie es wichtig und nötig ist, sicherzustellen, dass gerade dieser Staat keine Möglichkeit hat, Atomwaffen zu bauen, Atomwaffen zu produzieren, ein Atomwaffenprogramm aufzusetzen, das eine erhebliche Mehrgefährdung auf sicherheitspolitischer Art für die Region, aber auch für uns in Europa bedeuten würde und unseren Handlungsspielraum gegenüber diesem Staat noch weiter verkleinert. Insofern, wofür ich mich stark mache, ist, sagen, ja, wir brauchen eine Atomvereinbarung. Das ist möglich und nötig. Wir brauchen aber auch Sanktionen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen, Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Kräfte. Beides ist nötig und beides ist auch tatsächlich möglich. Vielen Dank, Frau Sami Mirat, für dieses interessante und erhellende Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank.